Das Jahr 2020 war ein interessantes Jahr für Parabellum Wargames und ihr gerade einmal ein Jahr altes Miniature-Wargame Conquest Last Argument of Kings. Ja, natürlich war es ein Meilenstein, dass ich bei Dice mit ein paar hippen Dudes zusammen eine Livestream-Roadtour zu Conquest gemacht habe, aber davon ab gab es tatsächlich Wichtigeres. Unter anderem bekam das Regelbuch nicht nur eine Überarbeitung und Erweiterung für mehr Auswahl, auch eine vernünftige deutsche Übersetzung erschien als PDF. Hinzu kam dann noch eine Skirmish-Variante von Conquest. Das Game First Blood spielt mit den gleichen Figuren und es verhält sich aber zu Last Argument of Kings sowie Age of Sigmar zu Warhammer Fantasy. Lose Verbände in kleineren Einheiten. Einer der interessantesten Punkte für Maler und Sammler war aber das Erscheinen der Founders Exclusives am Ende des Jahres. Das sind Sammler-Dioramen aus Resin, die aber auch auf dem Spielfeld eingesetzt werden können. Sozusagen als optionale oder Ersatzmodelle ohne neue Regeln, sondern halt eher als Sammlerprodukte. Das Schöne ist, dass bei den Nord, den Hundred Kingdoms und den Dwakham genügend Miniaturen im Diorama drin sind, dass man damit das noch nicht existierende Gefolge der Charaktere auf ihren Infanteriestands darstellen kann und diese damit nicht mehr hässlich leer bleiben müssen. Das Doofe ist, für meine Fraktion der Spires ist das nicht so. Dort gibt es nämlich nur ein Modell, auf dem ein Biomancer ziemlich lässig auf einem Spinnendingsbumsstuhl Krabloid sitzt. Ja gut, aber man soll ja auch die Vorteile sehen und das ist in dem Fall der Preis für mich. Während die Founders Exclusives der anderen Fraktion bei 125 Euro liegt, kostet der des Spires bei nur 90 Euro. Boah, das ist eine ganz schöne Ansage, aber wisst ihr was? Ich war so verrückt oder so doof und habe mir das Ding gekauft. Und auch hier kann man wieder den Vorteil sehen. Wir können uns somit den Bausatz mal genauer anschauen und sehen, ob sich die Anschaffung überhaupt lohnt. Ich mag ja wertige Boxen, die einem das Gefühl geben, gerade in einer Boutique einkaufen gewesen zu sein. Ja, und der dicke Karton ist hier auch wirklich hochwertig. Schlicht in mattschwarz mit glänzenden Lettern. Toll. Das Twisted-Modell ist wie alle Founders Exclusives komplett aus Resin gegossen und wie ihr seht in vielen Tüten verteilt. Das Coole an der Box ist, dass man diese auch aufbewahren und als Transportbox für die Miniatur nutzen kann, da sie komplett ausgepolstert ist von innen und die große Base mit Luft unten reinpasst und zusätzlich noch die oberste Schaumstofflage eine Aussparung für den erhobenen Stab der Miniatur hat. So viel zum Thema Verpackung, mehr als nur ein Einwegvehikel für den Inhalt. Nice! Das Modell besteht aus 23 Teilen, das ist nicht ganz ohne, vor allem weil keine Bauanleitung beiliegt. Auch online ist keine verfügbar. Man muss leider also anhand der beigelegten Fotos den Bausatz zusammenkriegen. Die Base besteht wie bei Conquest üblich aus zwei Teilen. Die runde Figurenbase und das große Regiment-Stand. Wobei dieses szenische Stand leider nur etwas für die Vitrine ist. Die Größe des Stands ist nämlich viel zu groß für Infanterie- oder Brute-Stands und somit auch für die einzelnen Teile eines Regimentes, so dass man diese nicht in den Einheiten einsetzen kann. Was allerdings passt, ist die hohe Säulenbase der Figur in eine runde Brute-Stand zu stellen. Das funktioniert wiederum und somit kann man die Figur auch als Charakter in einer Einheit einsetzen. Gusshäute und Grate waren einige zu entfernen, was aber relativ easy ging. Wie immer habt ihr natürlich hier die Möglichkeit zu pöbeln, dass ich wieder was übersehen habe und mal richtig entgraten soll. Und wie immer werde ich das hochmütig überhören. Ha, okay, Spaß genug. Zum Glück sind die Beine des Spinofantenlaufdings durchnummeriert. Wenn man erst einmal herausgefunden hat, wo die Nummerierung an dem Körper anfängt, dann geht der Zusammenbau auch relativ einfach von der Hand. Trotz der abstrakten Designelemente erschließt sich nach und nach die Stelle für jedes Bauelement. Überraschenderweise sind sehr wenig Lücken zwischen den Teilen sichtbar. Das verwundert mich dann doch positiv aufgrund der Größe der Miniatur, weil man ja bei größeren Resinbausätzen und vor allem auch bei größeren Resinteilen häufiger mal einen etwas stärkeren Verzug hat. Der einzige wirkliche Nachteil in meinen Augen ist das Befestigen der Miniatur auf der Base. Denn die Figur hat als Klebestellen nur die spindeldürren Spinnenbeine und zwar auch nur die Füße davon. Diese reichen über die Säule herüber und man kann die tatsächlich, also die Säule, nur an 2 bis 4 der Beinen an der Seite befestigen. Das ist viel zu klein zum Stiften. Ein guter Kleber, viel Geduld und zukünftige Vorsicht sind hier auf jeden Fall vonnöten.
An der Qualität kann ich nichts Negatives finden. Die Passgenauigkeit der Teile ist gut und wie schon erwähnt, gibt es kaum bis keine sichtbaren Lücken. Anhand der vielen Teile und der Gusstiefe sind die Hinterschneidungen mehr als ordentlich. Ebenso verhält es sich mit dem Kontrast der Güsse. Die Vertiefungen sind schön stark, ohne Detail zu zerstören. Und diese sind dafür schön ausgearbeitet und knackscharf gegossen. Die Oberfläche ist glatt und weder porös noch brüchig. Auch habe ich keine Luftlöcher oder Blasen entdecken können. Okay, am linken Schulterbereich gibt es eine unebene Stelle, die mir vorher tatsächlich nicht aufgefallen ist, aber die ist so fein, die kann ich mit etwas Schaben mit dem Skalpell fix entfernen. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja, für den Preis ist diese Qualität auch zu erwarten. Und da stimme ich total zu, aber leider habe ich für mehr Geld auch schon schlechteres Resin bekommen. Das Design der Spire ist ja nun schon länger ein Punkt in meinen Augen, der zwischen, ja, ganz geil, alienartig und irgendwie, schwankt. Es ist weiterhin in diesem organisch-knochigen Material nicht wirklich erkennbar, was nun Rüstung, Knochen, Exoskelett oder anderweitig organisch ist. Ich persönlich finde das ja sehr interessant und versuche mich auch in keinster Weise bei der Definition der Einzelteile von der Studiobemalung zu beeinflussen, da mir diese für die Spires überhaupt nicht gefällt und in meinen Augen die Verworrenheit des Designs in keinster Weise überträgt. Dieser spinnartige Transportkörper ist allerdings so fremdartig und kommt mit seinen 8 Beinen richtig eklig spinnig rüber. Gerade Arachnophobiker könnten mit der Miniatur ein kleines bisschen hadern. Hinzu kommt noch das insektenartige Gesicht des Ferromancers. Oder ist das jetzt ein Biomancer? Aber die sind nicht richtig definiert. Setze ich einfach, ich könnte ja als beides einsetzen. Also das insektenartige Gesicht des Mancers, das erinnert mich ein klein wenig an den Exosuit aus der Anime-Serie Gaiver. Was mir nicht so gefällt, ist der Arm, der den Stab hält. Dessen angespannte Haltung passt irgendwie nicht zum entspannten Rest des Mancers. Sind die 90 Euro plus Versand also gut investiert? Ganz ehrlich, genauso wenig oder viel wie für alle anderen Miniaturen. Ich persönlich halte es ja immer so, wenn ich es haben möchte und es mir zu dem Preis hole, ist mir die Miniatur der Preis wert, weil es ist einfach Spielzeug. Machen wir uns nichts vor, niemand braucht es. Und wenn ich es mir nicht hole, dann ist es mir für den Preis halt nicht wert. Daher ist es in meinen Augen schwierig, bei solchen Sammlermodellen, die absolut nicht nötig fürs Spiel sind, einen Preis-Leistungs-Vergleich anzustellen. Die Qualität stimmt zumindest und bei einer kompletten Gesamthöhe von 131 mm aus vollgegossenem Resin, ja, da habe ich zumindest das Gefühl, dass ich etwas für mein Geld erhalten habe, wenn auch nicht viel. Wobei das Gewicht der schweren, voll ausgegossenen Resin-Base schon Pluspunkt ist. Einzig die Befestigung der Miniatur auf der Rundbase ärgert mich. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich dafür eine elegante Lösung finden werde. Ja, was denkt ihr? Sind die Founders Exclusives ein nettes Gimmick für Sammler oder gnadenlos überteuert? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr häufiger gerne solche kleinen Reviews haben wollt, ja, dann wisst ihr ja, lasst einen Like da oder das obligatorische Abo für meinen Kanal. Danke! Du möchtest die Tabletop-Show Dice supporten und gleichzeitig dein Auftreten am Spieltisch pimpen? Mit dem Dice-Merchandise kein Problem. Du steigst beim Kauf von Shirts und Spielutensilien nicht nur in den Style-Olymp auf, du unterstützt damit auch Dice und hilfst dabei mit, Tabletop great again zu machen. Also zeig deinen Mitspielern, wo der Dice hängt und lege das Schwarz an.